Was geht ab, Leute? Ich darf euch begrüßen zu Folge Nummer 3 zum Let's Play von Herr der Ringe Online. Kurze Zusammenfassung von Folge Nummer 2. Wir sind zum ersten Mal in Acheb so richtig abgegangen, haben die ersten Quests erledigt, sollten beispielsweise durch Streicher die Stadt warnen von einem bevorstehenden Angriff, hat aber keine Sau so wirklich interessiert. Da wurden wir vom Hauptmann nach draußen geschickt, um mit Cornelius zu sprechen. Der blöde Sack hat uns in den Hinterhalt gelockt und haben wir natürlich großartiger Stärke den Werwolfmeister, wieso Werwolfmeister? Den Wolfsmeister, wie kommen wir jetzt auf Werwolf? Ich bin in Twilight. Den Wolfsmeister besiegt, er war ganz erschrocken. Und dann sind wir noch zu Bauern gekommen und haben dann die Schwarzwolde gesehen, die sich auf den Angriff auf Aachen vorbereiten. Und in dem Moment haben wir das Spiel verlassen und da starten wir jetzt auch rein. Und ich hoffe, dass wir jetzt mal richtig Action erleben in der Folge. Also viel Spaß! Zwerge, Orks, Elben, Uruk-hai. Und liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Teil Nummer 3 zum Let's Play von der Herr der Ringe Online. In der letzten Folge, ihr habt es ja gerade schon gehört, mit mein anderes Ich, mein Nicht-Spieler-Ich, hat euch ja schon gerade informiert, was in der letzten Folge passiert ist. Und ich wundere mich gerade über meine Chatmeldung, dass ich angeblich eine Support-Anfrage schicken wollte, was so gar nicht stimmt. Und ich würde sagen, zum Einstieg greife ich mal einen Borstenfellferkel an, spiele ein bisschen Musik, gebe mir einen netten Hit und schreie ihn einfach mal an, oder? Ach, wie praktisch. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir noch Keilerfleisch sammeln müssen. Dann haben wir das auch noch gleich mitgenommen und haben auch den Quest soweit fertig. Jetzt schaue ich mal, ob ich überhaupt in die richtige Richtung laufe. Genau, richtig. Wir müssen jetzt zurück nach Aachen, glaube ich. Oder wir können noch Blaubeeren sammeln. Dann könnten wir mal schauen, wo sich die befinden. Sind die hier irgendwo markiert? Ah, hier in dem Roten. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir die noch gleich mit, bevor wir zurückgehen nach Aachen. Dann lohnt sich das gleich nicht, dass man da wieder runter... Oh, das ist ein Spion. Aber was ist jetzt eigentlich unsere stärkste Attacke? Wir haben noch eine neue, wenn ich mich noch recht erinnere. Ich glaube, das war der Schrei, der neu war. Oh, der hat ja eine richtig nette Reichweite. So, jetzt komm her. Jetzt spielen wir noch ein bisschen Musik für dich. Oh, das ist ein Range. Das ist natürlich nicht gut. War das gerade der Heilzauber, den ich hier eingesetzt habe? Ich glaube ja. Ich muss mich echt noch ein bisschen mit den Fähigkeiten. Ich glaube, eigentlich wollte ich die 4 dann machen, oder? Kann es sein? Ich bin mir nicht sicher. Aber wir haben eine Schwertscheide bekommen. Schauen wir mal ins Inventar. Was ist das Nettes? Nein, die Stoffschuhe nicht. Nein. Okay. Was war denn das dann? Naja, ist ja auch wahrscheinlich nicht so wichtig. Dann gehen wir jetzt mal hier noch weiter rüber. Hier, wo wir an den Hinterhalt gelockt wurden von diesem... Boah, wie war jetzt der Name? Bei der Anleitung habe ich ihn auch gesagt. Oh, unpraktisch. Nee, fällt mir jetzt echt nicht mehr ein. Auf jeden Fall dieser dumme Idiot da unten, der uns verraten hat, um so zu sagen. Aber wir sind hier bei Bohnen, wisst ihr, Bauer, aber der interessiert uns jetzt nicht. Wir wollen hier nach unten mit irgendwas... beschrieben, nee, nicht großartig, aber wir müssen Blaubeeren sammeln. Nehmen wir noch den Wolf hier gleich mal mit, oder? Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich die Wildtiere hier erledige. Ich hoffe, ihr in den Kommentaren Bescheid geben, ob ihr das zu brutal findet oder ob das Ganze noch akzeptabel ist. Ich hoffe mal, dass wir, hier müssen wir jetzt dann bald irgendwo die Bären, ach, da haben wir schon den ersten Heidelbeerstrauch. Okay, da haben wir eine Handvoll Blaubeeren. Ach, das sollte ja relativ flott gehen. Ist da jetzt auch einer? Ah, da ist auch einer. Gehen wir noch auf die andere Seite des Ufers und dann haben wir auch unsere 4 Heidelbeer. Was brauchen wir denn eigentlich? Blaubeeren? Handvoll. 4 Hand... Was ist da dann die Mehrzahl? 4 mal eine Handvoll Heidelbeeren, sagen wir es einfach so. Handvöller. Ich glaube, ich lasse das lieber. Es wird nur peinlich, was ich hier gerade vor mir gebe. Hier drüben war auch einer. Genau, dann nehmen wir den auch noch gleich mit. Was ist denn das für eine schöne Architektur da hinten? Steht jetzt auf der Map. Das sind Ruinen. Ich glaube, wir schauen uns die Ruinen mal an, oder? Oh, dann. Nee, die war schon Level 5. Dann lassen wir es lieber. Greifen wir jetzt ab. Okay, gut. Dann sind die anscheinend neutral. Wollen aber Aachen angreifen. Diese Lauser. Ist ja unglaublich. Oder wir könnten vielleicht noch Level 5 machen, bevor wir in die Stadt zurückkommen. Ja, ich glaube, dass wir relativ viel EP kriegen. Wie viel haben wir jetzt bekommen für den? 78.
Ja, stimmt das nicht so ganz, was hier links im Chat steht. Es ist anscheinend, ich glaube, ein bisschen buggy. Weil ich habe ganz sicher nicht 3.752.000 EP gesammelt. Da wäre ich ein paar Level höher, glaube ich. Jetzt müssen wir mal schauen, welche Attacke jetzt. Die zieht 4. Okay, zieht mehr ab. Meine Mollballade zieht deutlich mehr ab als die, wie heißt die Attacke? Der Schlag des Herods. Dann werden wir es auch so beibehalten. Jetzt 12 EP gibt es, ne? Schreibt 78 hin. Wäre ich bescheuert. Aber hier müssen wir, ne, die müssen wir alle in Arched abgeben, die Quests. Was bedeuten die Banner eigentlich? Ach, ja, stimmt. Wir haben, ich glaube, die Banner heißen, ob das halt jemand eingenommen hat, oder? Glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Könnt mir in den Kommentaren Bescheid geben, was das bedeutet. Wenn ihr schlauer seid als ich, weil ich habe das ja anscheinend. Wieso sind die rot? Schauen ja böse aus. Aber jetzt kann man bestimmt was Neues lernen, oder? Wie ist das Wertebefinden? Nicht? Schade. Okay, hätte ich jetzt schon gedacht. Vielleicht auf Level 5 dann. Ja, könnten wir jetzt vielleicht auch die Quest-Level abkommen. Ich weiß noch gar nicht, wie viel EP da so netter Quest bringt. Lass uns einfach mal überraschen. Das sollte reichen. Zumindest kann ich vorerst etwas darauf herumkauen. Okay, wir haben einen Kopfverband bekommen. Wie benutzt man das? Plus 1 Vitalität, okay. Weißt du noch nicht, was Vitalität bringt? Bestimmt aufheitern. Ding! Level 5. Charakter verbessern? Charakter umbenennen? Ja, dachte ich schon fast, dass es was kostet. Ach, der kommt überall in den Shop, okay. Ach so, ein neuer Titel. Ach, das war das, wo steht der? Ja, nehmen wir lieber der Glatria aus. Glatria, jetzt sag ich schon Glatria. Glatria aus Rohan gefällt mir dann gleich mal deutlich besser. Dann können wir gleich einen neuen. Tee wird sich ah, okay, gleich einen neuen annehmen. Was sollen wir denn machen? Ach, er soll jetzt unseren Blaubeertee trinken. Ich danke euch, aber mein Magen würde diesen Trank jetzt nicht vertragen. So, das ist natürlich ungünstig. Was sagt jetzt sie dazu, dass er es verweigert? Geht es ihm durch meinen Tee besser? Ich wusste, dass er helfen würde. Naja, egal, wir haben den Ring bekommen. Was haben wir noch? Ah, Buff-Food. Plus 3 Beweglichkeit, oder? Habe ich richtig gelesen? Steht, ja, plus 3 Beweglichkeit, genau. Was soll man jetzt noch machen? Da unten. Also hier oben sind wir zu weit. Ah, jetzt sind wir Level 5, stimmt ja. Dann könnte man jetzt vielleicht was Neues hier annehmen. Guten Tag. Mann! Kriegsross. Ach, ab Level 6, okay. Ah, eine neue Schadensfähigkeit. Ach, jetzt, die sind. Ach, da geht's ums Level, deswegen waren die rot. Okay, jetzt sind sie orange, weil sie nur in Anführungszeichen 5 Level über mir sind. Man lernt hier immer dazu, das ist ja wunderschön. Dann machen wir uns auf dem Weg hier nach unten, wenn ich das richtig sehe. Warum ist denn hier ein Schaf? Ach, da war unser. Ah, da, dieser. Cornelius. Jetzt weiß ich wieder, wie er heißt. Strohlehm. Du, halt die Klappe. Kann nicht mal der blöde. Entschuldigung, Sack. Ich musste ihn einfach beleidigen, weil das war echt eine Frechheit. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. So. Wow! Okay, der war auch noch ein Level 2, oder? Wo soll man zuerst hingehen? Nach unten oder nach rechts? Nach unten? Wirklich? Okay, dann gehen wir nach unten, wenn ihr das sagt. Da baue ich mich ganz eurer Entscheidung. Wir wollen es ja schließlich hier zusammen machen und ich ja nicht als Einzelgänger, ne? Stimmt schon, oder? Ja, richtig. Nehmen wir den Spion hier mit, wenn er hier schon so doof sich versteckt, in Anführungszeichen, als ob ihn da keiner gesehen hätte. Kann ich ja, während ich hier runterlaufe, nochmal die Fähigkeiten genau durchlesen. Okay, Turbolade ist heilen. Heben die Moral. Was ist denn die Moral? Ist Moral das Leben oder was? Ich verstehe das nicht. Oder schon? Hm? Nee, das muss ich. Ich glaube. Na, wo renne ich denn hin? Ich glaube, das habe ich sogar beim letzten Mal gesagt, dass ich mir das alles genau anschaue, aber da muss ich ehrlich sein, das habe ich nicht gemacht. Ich entschuldige mich vielmals, ich verbeuge mich zwar auch gerade vor euch, aber das seht ihr leider nicht. Aber es tut mir zutiefst leid. Ich fühle mich, wie sage ich es am besten,
steht zutiefst in eurer Schuld. Lassen wir es dabei. Jetzt sind wir beim Schössling wieder. Jetzt kann ich hier auch für irgendeinen Spaß zu reden. Jetzt kann man ja wieder im Spiel weiter fortschreiten. Hallo, Fandel. Ich schreibe mal kurz eine Nachricht, wenn das in Ordnung ist. Dabei können wir hier... Das darf nicht sein. Ich muss Farnbach sofort eine Nachricht senden. Gut, dass wir jetzt ewig rumgelaufen sind und er eigentlich sofort eine Nachricht hätte haben wollen. Was kann ich für euch tun? Was hat denn der Händler hier Schönes? Hallo. Ah, wir könnten was verkaufen. Verkaufen wir dieses Zeug hier. Oh. Nein, was mache ich denn? Gut, da muss ich mich mal mit den... Ah, jetzt. Dann können wir die Sachen hier sperren. Dann alles verkaufen, oder? Ja, sehr schön. Und was hat er für uns? Bringt er auch? Seid gegrüßt. Nee, das lassen wir mal lieber. Okay, wir müssen jetzt die Nachricht überbringen. An wen? Farnbach. Auch wieder nach Aachen zurück. Davor suche ich aber noch die Knechte, weil es war, glaube ich, der Quest von dem anderen Kollegen, oder? Von dem anderen Bauern hier unten. Nicht, dass wir dann wieder rauf und runter laufen müssen. Können wir jetzt alles ein bisschen mal im Zusammenhang und durchgehend erledigen. Was ist denn mein Herr der Ringe online? Oh ne, jetzt machen wir das. Oh, da ist er. Theodor Weltlich. Bitte sei nicht tot. Ihr Schwarzwolz. Das wäre der Büßen. Das spielt man echt dreiviertel Stunde insgesamt und dann hat man schon so viele, die man auf dem Kicker hat. Ist doch unglaublich. Aber die greifen mich ja anscheinend nicht an, oder? Zumindest hat mich die eine vorher nicht angegriffen, oder? Ah doch, okay, sie greift mich doch an. Aber es sollte ja kein Problem darstellen für unseren Glattrettmeister, der... Wie heißt... Ach, das ist jetzt... Laute, oder schon? Ja, ich dachte schon, mir fällt jetzt Laute nicht ein. Wilhelm, ich finde die Namen geil. Heuspeer. Also komm, der Letzte muss doch jetzt überleben, oder? Das wäre doch jetzt sonst irgendwie ein bisschen traurig. Oder die wollen uns so einen Hass aufzwingen. Auf die Schwarzwolz. Für das Final Battle. Was bist denn du jetzt? Ach, da bist du. Eine Schlägerin, die mit dem Boden schießt. Die auch ihr Name ist ganz kapiert, glaube ich. Aber was wir bei denen auch anders erwarten, oder? Man hat sie eigentlich anders erwartet. Aber wir sind schneller da. Dankeschön. Und dann geht's auch sofort schon weiter. Runter in die Boy. Da ist er. Was? Ach, jetzt. Ich bin echt bescheuert. Ich muss mal ein bisschen vorsichtiger sein beim Laufen. Das ist ja kein Problem, aber es kostet heute einfach alles Zeit, ne? Diese Zeit hat man einfach nicht. Komm, machen wir es jetzt einfach. Jetzt reicht der noch aus. Oder die. Oder das. Walter, wie heißt der? Welzler. Weizler. Entschuldigung. Was bedeutet dieses ganze angebliche Loot-Zeugs? Das kapiere ich nämlich überhaupt nicht. Gut, dann kann ich mir hier die Optionen schauen, wenn wir wieder zurücklaufen. What the fuck? Ich hoffe, ich mache jetzt ja nicht irgendeinen großartigen Schmarrn. Okay, hier steht nichts drin. Schauen wir mal in die Steuerung. Nee. Ach, egal. Wird jetzt schon nicht irgendwas kaputt sein. Oder was? Wenn ich jetzt hier diesen Wolf töte. Wieso habe ich die Sachen dann nicht in meinem Inventar? Das verstehe ich irgendwie nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Komisch. Was kann ich für euch tun? Ah, eine neue Waffe kriegen wir. Was nehmen wir denn da am besten? Ich nehme den Dolch.
Hat irgendwie mehr Style. Aber wo die anderen Sachen sind, will ich wissen. Wieso kapiere ich das mit dem Loot nicht? Das ist doch unnötig. So, dann machen wir wieder Numm. Und laufen, jetzt haben wir hier unten sowas fertig und laufen Richtung Achet hoch und ich suche dabei mal, wo ich das hier finden könnte. Was machen die hier? Ach, der Boxer gegen die Puppe, ich dachte schon. Da, das ist ja hier was Unanständiges treibt. Das könnten wir natürlich nicht akzeptieren, sowas. In unserer Stadt. Was habe ich getan? Ja, du Dummer. Ich kann nicht glauben, wie sehr ich mich geirrt hatte. Ach, der Typ ist echt besteuert, oder? Der plant echt gar nichts. Wie kann der hier nur irgendwie die Stadt hier einigermaßen verteidigen? So ein Lappen. Komm, Aragorn, du weißt doch bestimmt. Verzagt nicht. Ihr habt euch gut geschlagen. Ja, ich dachte mir, dass wir mit der Jagdhütte da oben was tun müssen. Ich hab's mir gedacht. Das hat schon so danach ausgesehen. Habe ich ja doch richtig gelegen. Das ist ja immerhin auch mal was. Vielleicht schaffe ich es jetzt mal irgendwo zu schauen, ob das mit dem Looten jetzt nochmal funktioniert. Ja, hey! Finally! Schaffe ich es auch mal auf Level 5 endlich zu kapieren, wie ich loote. Eieieiei. Ich hoffe, das geht in Ordnung, wenn ich ab und zu so kleine Schnitte reinmache, weil weiß nicht, ob das so wahnsinnig interessant ist, wenn ich jetzt hier eine Minute lang da hochlaufe, auf dem Weg und nichts passiert. Das muss ich euch ja nicht unbedingt zeigen. Und so ist auch ein bisschen mehr los in der Folge. Könnt ihr mir ja auch Bescheid geben, ob das so für euch gut ist. Und ihr habt keinen Kampf gegen irgendeine Marschfliege verloren. Also verpasst habt ihr nichts. Und dann sprechen wir mal. Oder müssen wir hier reingehen? Dann gehen wir mal rein in die Jagdhütte, würde ich sagen. Grüß Gott. Hier spielt jemand Musik. Wow. Spielt der Musik? Nö, keine Ahnung. Haben wir Jukebox wahrscheinlich aufgestellt. Ja. Ich vermute, dass ihr schlechte Kunde aus der Stadt bringt. So, ich sollte. Ja, ich nehme die Schulterpolster. Cornelius Strohlim hat letztendlich sein wahres Gesicht gezeigt. Ja, ich habe es mir schon gleich gedacht, dass das ein schlimmer Finger ist. Besiegt Räuber, um ihre Zahl zu mindern und Infos sammeln. Ah, der hat noch eine Quest für uns. Hä? Wie soll man mit ihm sprechen? Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Aufgaben im Shop kaufen? Naja. Okay, das ist natürlich interessant. Aber dazu sage ich jetzt nichts, weil es jetzt nicht sonderlich wahrscheinlich den Spielverlauf verändern wird, ob ich jetzt den Quest mache oder nicht. Aber unsere Schulterpolster haben Swag. Wenn ich dieses Wort hier benutzen darf. Schauen wir uns mal hier. Können wir uns mal wieder mittlerweile mal anschauen. Die Schulterpolster und den Hosen, schauen wir schon. Sieht ziemlich nett aus, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir unten sind, in der Nähe der Banditen. So, und dann sind wir wieder an der Stelle, an der wir vorher die drei Bauern tot auffinden mussten. Also das muss ich echt mal schauen. Aber die sterben so schnell, ich kann gar nicht nachschauen, was die Moral jetzt eigentlich bedeutet. Vielleicht sollte ich das mal aussehen, wenn ich nicht volles Leben habe. Dann sehen wir ja, ob das, was das jetzt eigentlich bedeutet. So, jetzt ziehen wir was ab, komm. So, und jetzt? Was ist Moral? Ich bin echt nahezu sprachlos. Das ist echt. Wow, gehen zwei gleich. Einfach mal alle Fähigkeiten durch, was zu passieren. Nee, ich werde irgendwie nicht schlau draus, so wirklich. So, wo müssen wir jetzt hin? Ach, da unten. Ja, dann sind wir sogar richtig gelaufen zu den Räubern. Wie praktisch, weil ich hätte auch nach links laufen können. Aber dann habe ich mich auch richtig entschieden.
Moral muss Leben sein, oder? Das Problem ist raus, ich habe hier einen Trank. Gut, Moral ist Leben. Jetzt haben wir es nochmal rausgefunden. Ja, ist das wieder peinlich. Also das heilt uns, der heilt uns, der heilt uns. Okay, die letzten drei sind alles Heilzauber. Muss ich hier hoch? Ne, da unten sind die Pläne. Ah, meinen sie mal hier oben und heilen uns mal. Okay, dann. Hey, Level up! Nice! Wir schon Level 6, Leute. Oh! Heute Nacht werden sie mit Angmas Hilfe angreifen. Hui, das hört sich gut an. Beziehungsweise eigentlich nicht, aber ich glaube, das könnte interessant werden. Dann sehen wir uns gleich bei der Jagdhütte wieder. Und da sind wir wieder zurück. Was ihr verpasst habt, ich bin geschwommen. Wahnsinn, oder? So eine weltbewegende Aktion habt ihr jetzt nicht gesehen. Okay, dann reden wir nochmal mit unserem schönen Herrn Farnbach. Und teilnehmen diese Infos mit. Falsch. Gute Arbeit. Oh, was passiert jetzt? Ich glaube, es besteht immer noch Hoffnung für uns. Wir benötigen nur eine Strategie. Sag mal. Eins müssen wir bestimmt noch irgendwo auswählen, dass der Hut angezeigt wird, oder? Oh! Oh! Oh, bitte. Also Leute, also jetzt ist es ja wohl überkrass, oder? Ei. Okay, mit wem müssen wir jetzt sprechen? Ach, mit ihm hier. Ich stehe euch und eurer Familie zu Diensten. Und wo müssen wir jetzt hin? Da oben. Und ich würde sagen, dann machen wir uns auf den Weg, oder? Nimm das und nimm das und nimm das. Ein junger Blutling. Also ein Brutling, oder? Brutling. Ja. Noch ein Brutangreifer. Gib mir noch mal was. Nein, was von uns. Warum eine so eine Spinne noch? Dann sind wir auch. Helfen wir dem Kollegen hier mal? Okay, und jetzt wollen wir noch rausfinden, ob die. Ah, da müssen wir dahinter. Und ich würde sagen, das wäre dann auch der letzte Quest dann soweit, die wir in dieser Aufgabe machen. In dieser Aufgabe, in dieser Folge, meine ich natürlich. Und ich glaube, dann wären wir dann. In der nächsten Folge könnten wir auch mit dem Angriff. Oh. Oh! Oh oh. Nicht gut. Gut, er hat sein Ende da gefunden, aber dass der da direkt vor der von Stadtmauern ist, würde ich jetzt nicht unbedingt das so toll darstellen. Na, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir bei John Farnbach sind. Und zusammen mit Fordol aus Tal werden wir jetzt die Jagdhütte betreten. Und mal einen guten Look nein Treffer. So, Herr Farnbach. Grüß Gott. Sie werden keinen Ausweg finden. Das wird uns von Vorteil sein. Boah, ich nehme Olivgrün.
Okay, dann sind wir zu weit fertig und in der nächsten Folge geht dann der Ansturm auf Ached los. Mit Cornelius und Angmar als unser Gegner. Da bin ich jetzt raus. Also jetzt verabschiede ich mich schon, obwohl ich danach nochmal komme. Dann gibt es jetzt keine doppelte Verabschiedung und der Bildschirm wird jetzt dunkel. Bis zum nächsten Mal. Dann sind wir auch schon fertig mit Ausgabe Nummer 3 zum Let's Play von Herr der Ringe Online. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Euch habt's. Ich krieg's in keiner Folge hin ohne Sprachfehler. Sehr unglaublich. Also ich hoffe, euch hat es gefallen. Mich würde es freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst oder ein Like oder ein Daumen nach unten mit Begründung. Alles ist okay. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bin raus. Pfiat's euch, ciao und Servus.